Achtung, Thomas, stopp. Arschloch, nimm dir Arschloch rüber. Au, das tat weh. Wodkaheller und damit ein herzliches Willkommen zurück bei einer weiteren Runde Let's Play World of Warships. Wie immer mit mir, dem Michael Cooper und natürlich mit dem TH. Moin. Und heute mal dabei das fliegende Ferkel, Erpik. Hallo. Und wie ihr seht, machen wir heute eine russische / sowjetische Runde, denn ich habe mir mal ein bisschen ein paar Plätze gekauft. Da brauchte ich ein paar Dublonen und da habe ich gerade gesehen, die kleine gute Aurora war im Angebot. Und ja, da habe ich doch gleich zugeschlagen. Aber ja, ich habe gerade kein Geld drauf, also muss ich das Ding nackig fahren. Also fahre ich die mal komplett nackig, ne? Ja. Ne? Der TH fährt mit seiner, wie man sehen kann. Oleg. Und der Erpik. Ich würde ja Olga sagen, aber... der Olga. Und der Erpik, was nimmst du? Bogatir. Die Bogatir. Dann hau mal rein bereit, damit der TH auf ready klicken kann. Und schon sind wir im Gefecht. So. Ja, gratis Kartoffeln für alle. Ey, das ist ja cool. Da haben wir zwei schnelle Kreuzer und ich als dicker, fetter Lama-Kreuzer. Ja, das ist doch eine geile Schwadron. Naja, ich bin dabei. Ah, das wird schön. Das muss erstmal eine Chasen. Genau. Oh, ja, wir sind Lot hier. Und wir haben Schlachter, na geil. Um bloß einen Zerstörer, naja, das geht ja. Also ich bin ja ein lahmer Kreuzer, da brauche ich nicht so viel Schiss haben. Aber zwei Flugzeuge, oh nein. Das wird kacke. Eigentlich haben die sogar mehr Flugzeuge, es sind aber zwei Träger. Zwei Trägerhosen. Hutenträger. Ja, geht also ich nehme mal an, 95% der ganzen Spieler sind Hodenträger. Meinst du? Was? Genau. Ich habe jetzt ja hier die nationale Stimmen angestellt, also wenn wir nicht klar alles verstehen, dann... War's russisch. So, wo machen wir hin? Ich würde sagen, Richtung, ja... Geradeaus, immer erstmal geradeaus. Ja, ne, erstmal zur Insel und dann nach Steuerbord drehen, leicht. Ja. Ihr beide seid ja prädestiniert, mein Schutzschild zu sein, würde ich sagen, ne? Gewiss effektive Panzerungsnutzung. Genau, das wollte ich ja sagen, kann er machen. Und wie die Zuschauer sehen können, mein Schiff ist komplett nackig, hat natürlich bloß die Premium-Tarnung, aber sonst keine Signale, keine Verbesserung. Das sind heute nackige Russinnen. Russische Schiffe sind männlich, das müsstest du nur leider eigentlich wissen. Ja, aber ich tue mich davor sträuben. Auch wenn der eine oder andere weibliche Namen hat. Svetlana? Ja, trotzdem. Der Svetlana. Ja, die russischen Schiffe werden als R bezeichnet, warum auch immer. Ja, ich dachte, wir machen ein Steuerbord weg, in die Backbord. Ja, deswegen muss ich da trotzdem erstmal ein bisschen an die Insel ran. Das ist aber ziemlich weit eingedreht hier. Ach nee, das war ja der R-Pick. Genau. Ja, ich habe auch nichts gegen ein paar Noob-Tipps für mich, ne? Weil ich bin ja noch so neu. Noch jungfräulich mit seiner Bogatür. Ja, so neu. Naja, so frisch. Der Account ist seit 48 Jahren, aber zweimal gespielt. 1900 Dino-Zeit. Genau, 1900 Dino. Ach du Scheiße, Torpies. Ich erstmal hier um den. Kuba ich lenke schon mal rein, ja. Scheiße. Also auf Torbi, Flugtorbis. Flugtorbis? Ach, die gehen. Ich glaube, die kommen nicht zu uns. Die machen bestimmt hinter zu dem Schlachter, oder? Genau. Du hast ein geradeaus fahrender Schlachter. Was? Ja, die fliegen den an, oder? Ja. Ein geradeaus fahrender Schlachter ist immer gut, weißt du, was es ist. Ja. Geradeaus fahrender Schlachter ist gut, macht viel Mut. So, ich komme gleich hinter euch, ich bin ein bisschen lahmer. Sorry, ich habe mal kurz eine Wende gemacht. Ihr wird schon... Oh, er schießt auf mich. Irgendeiner schießt? Dann schießt doch zurück! Ich sehe ja nix. Cheese.
Näher zu dir, TH, oder? Sonst fährst du gegen die Insel. Ja, kann ja auch nach rechts. Ja, also ich würde langsam wieder ein Stückchen zurückdrehen, weil hier ist nämlich sofort ein Zerstörer um die Ecke. Achtung, der Louis Sand kommt, schießt über die Insel auf mich natürlich und... Au! Schießt mal mit auf den Zerstörer. Wo ist er? Ach, ach du grüne Neune. Brennt. Sehr gut. Sehr gut, man. Das läuft doch bei dir, ey. Achtung, Thomas, stopp. Der Ascheloch, nimm der Ascheloch rüber. Au, das tat weh. Oh, jetzt kann er wieder 3 Monate nie sitzen. Ich werde jetzt erstmal sterben. Ja, Quatsch. Doch, ich kann nicht reparieren. Ah, shit. Und ich flute. Ich flute immer noch. Wenn die Russen nicht so besoffen wären, können sie wegen Wasser ausschöpfen. Oh nein! Eine halbe Sekunde vor der Reparatur. Nee, oder? Ja, doch. Scheiße. So, Mr. Pick, wir machen jetzt hier hinten lang genau. Zeigen Sie, wie bereit sind. Aua, 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 das tut weh. Lass mich doch nicht alleine hier. Ich bin doch magisch. Das ist so relativ ungünstiges Matchmaking für langsame alleine Schiffe mit wenig Reichweite. Alleine auf dem FKK-Strand, eh. Ja, nicht ganz alleine. So ungefähr. Mit Henry. Ich würde mal ein bisschen die Bobbes zeigen und hier mal ein bisschen nach rechts, oder? Ja, ja, also, ja, gute Idee, sehr gute Idee. Also dort, wo beim Auto nicht das Steuer ist. Aua. Ja, Backbuett. Du hättest jetzt zum Beispiel durch den Schlitz da hinten durchschießen können auf die St. Louis. Das hätte funktioniert. Ich ja, nicht. Ach nee. Ich hab grad. Da, Mr. Pick, aber der. Angst. Ja. Versucht gerade so freihändig gerade auszufahren, überhaupt das schon. Und jetzt kannst du bestimmt wieder schießen. Yay! Der fährt Breitseite, kannst du ruhig OP schießen auf die Entfernung. Jo, das bin ich schon im Reload. Auch aber wenn er jetzt wieder reindreht, dann ruhig. Hi. Oh, jetzt fährt er Breitseite. Ruhig meine Salve versuchen. Tschüss. Nehmen wir noch nie, was soll denn das? Och man. Aber egal, Hauptsache weg. Genau, und jetzt verpisst euch ruhig erstmal. Ja, wir strullen uns jetzt vorweg. Dann wird da der Henry Yu, die geht uns auf den Sack. Also, Epic, du musst nicht schneller sein wie die Gegner eigentlich. Ausweichter, der da. Der Cooper. Was? Ich sage, du, Epic, der muss nicht schneller sein wie die Gegner, nur schneller wie Kollege Cooper. Jetzt bist du wieder schmeichelnd heute. Nein. Mann, schießen die Dinger im Bogen. Ich treffe ja heute, ist ja der Wahnsinn, ey. Aber, mich treffen sie auch. Erstmal weg hier. Ein Wort gar. Weil die Flugzeugträger, da steht rum, den scheint es überhaupt nicht zu interessieren. Den juckt das gar nicht. Boah. Voll die coole Sau, ey. Gegner. Pff, mir doch egal. Komm schon. Komm, Range ein, endlich, Mensch. Sag bloß. Na, ah, okay. Der hat wieder eingedreht, die Mistkrieg. Wär's mal, hab ich eher losgefahren oder so, dann müsstest du jetzt nicht rumwehen. Soll ich irgendwie in deiner Nähe bleiben, oder? Wie viel Energie hast du noch? Drittel. Wenn er Energie sagt, meint er HP. HP, ja. Ich meine damit ein Drittel. Mit einem Drittel meine ich ein Drittel.
Also nicht viel. Ja, kannst du mich, wo bist du? Da. Ah, ich tue gerade wieder Vorgarten verteilen. Vielleicht kriegt man ja wenigstens dort denn noch raus. Ja. Ja, ihr habt die Flugzeuge. Ach nee, das war gar nicht böse. Komm, das trifft jetzt. Oh, wieder Vorkorten, was soll denn das? Ah, ne komm, treff doch mal, jetzt gehen sie alle auf mich hier. Oh, nur 200. Na klar, jetzt dreht der Arsch ein. Ah, fuck, ich bin gleich weg. Oh, was ist denn los? Jetzt dreht er wieder. Ich treffe das Miss Fini. Ah, scheiße. Ich hab das nicht erwischt. Das hier bitte nicht. Ja, der Epic lebt noch. Das Epic, was ist Epic? Wir haben keine Chance hier. Die haben auf uns konzentriert, das Feuer. Was willst du machen, weil wir an der Spitze waren? Naja. Stirb schnell und ehrenhaft beim Wegrennen. Beim Wegrennen. Genau, beim Wegrennen. Ehrenhaft sterben. Ja. Ja, das. Ja, dann raus. Ja, das wird eh nicht mehr heute. Zurück zum Ofen. So. Bei mir geht's jetzt, ne? Was? Ja. Seit genau. Zeit. Heute Lecker. Mit einem. Bei mir geht's jetzt fröhlich, munter, nackig weiter. Nämlich habe ich erspielt, aber kein Geld für irgendwas zum Einbauen. Die. Johnnys Hintern. Ah. Buccioni? Yeah. Und die probiere ich gleich wieder nackig aus. Gut, dann nehme ich mal die Molotow und der Molotow. Na, ich kann auch so ein Fünfer nehmen, wenn das besser ist. Nee, mach mal. Nee, mach mal lieber. Entier, nee. Das ist besser. Das machen wir heute mit der deutschen Austauschkapitän. Genau. Aus der Hamburger. Aus der Hamburger. Mit der Admiral. Ja, ne, das lief ja jetzt, ja, aber es war halt für langsame Kreuzer eine Scheißrunde. Ne? Ja, und die Reichweiten sind auch nicht so. Ist ein bisschen weich zu reiten, ne? Ja. Und dein Streichelwinkel war auch nicht so toll. Mein Streichelwinkel war auch nicht so eine Bombe, ne? Der Hit. Naja. Der Streichelwinkel und Weichreiten. Hm? Ja, ja. Mhm. Alles klar. Faszinierend. So, wie sieht's denn jetzt aus? Natürlich wieder AA. Nee, es geht, wir sind Mitteltier. Jo. Das geht ja. Ich würde sagen, wir bleiben schön zusammen, da können wir schön Hagelfeuer veranstalten. Zusammensterben. Zusammensterben. Genau. Ja. Wie die eine Folge von uns ist, da hast du mal angeguckt? Das war die 29, 30, 30? 30, ja? 30, 31. 31. Bunische Neisse. Folge war das. Ja. Das müsste das nicht Torpedier mich zu sau sein? Nee, das war ja das, womit. War das das? Nee, oder? Ja, In der ersten Runde, wo wir gleich wegsterben, genau. War das Torpedier mich? Das hatte ich ja mal gesehen und da dachte ich mir, jo, grandios, ne? Ja, das war absichtlich, weißt du, wir wollen ja zu den Olympischen Spielen im Synchron explodieren, tauchen, was auch immer. Hauptsache Synchron. Ja, so. Nee, das war wirklich eine. Ja, zwei lustige Scheiß Runden. Aber die zweite war dafür geil. Was, wo wir vom eigenen versenkt wurden? Genau. Das war natürlich Bombe, das war natürlich geiler, weißt du.
Beim ersten sind wir zusammen gestorben und beim anderen haben wir uns vom selben versenken lassen. Quasi nicht hatte aber noch Funken Energie, bevor ich dann gestorben bin. Ja, der eigene. So, übrigens, ich fahre das erste Mal mit Johnnys Hintern. Das klingt jetzt irgendwie falsch. Ja, das klang echt falsch. Ja, das ist. Was hatten die für eine Torp-Range, ey? 4 Kilometer oder so. Was war das? Ah, ne? Ja. Ach du Scheiße, Tor. Ja, 4 ist ja. Na toll. Ist ja schon Kuschelreichweite, ey. Autsch. Okay, die Ladings da bremst. La Glacionera? Okay. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ah, fuck, hat Schwein gehabt. Da war sie gerade hinter der Insel. Ah, oh, die hat was getroffen. Hast du was erwischt? Ja, schon gerade. Ich hab, ja, aber nur 1000. Ich habe mit dem Treffer 2,9, geht ja. Oh, die hat eine geile Nochladezeit, ey. Mann, Johnnys Hintern hat wohl Blähungen oder was? Na gut, das sind jetzt so wieder 15er, ne? Ja, bei dir ja. Au! Der George versteckt sich irgendwie. Was schießt denn da hier? Hab alles. Ich irgendwas? Ah, scheiße, ich habe keine verbesserte Reparatur. Vergesse ich jedes Mal zu, ne? Wo willst du denn lang, TH? Ich drehe bloß erstmal wieder. Weil der Airpick dreht gerade in eine andere Richtung. Ist in Ordnung. Ja, ich bleib dann hier auch so, irgendwie. Dass wir ein bisschen im Verband bleiben. Ich würde hier so ein bisschen Insel kuscheln. Oh. Was? Meine Insel und ich? Meine Insel und ich. Wo war da gerade eine Zerstörung? Ja, Pons, Achtung. Ja, der Nebel. Oh, und ich habe mich erwischt. Ficken. Oh nee, hä? Doch, mal erwischt. Nur fliegt da dann wieder eine Zerstörung. Ich weiß gar nicht, was der erschießen soll. Zerstörer. Okay, hab ich sogar blind getroffen, cool. Slash kiss me, was? Wer kennt die Slage? Oh, schön. 3003 noch. Nicht schlecht. Hier, die Ruderstellzeit lässt zu wünschen übrig. Ein Kreuzer, aber es geht. Dafür hast du halt coole. Bang, booty, bang. Oh Gott. Oh mein Gott. 87.000 Leute schießen auf mich. Geschätzt. Ich würde sagen, hast du genau gezählt? Ich hab versucht, also anhand der Kugeln. Burn, Baby. Okay, Shimakaze brennt, die müsste abfacken. Shinonome, Mensch. Was? Was für Synonyme? Aua. Ne Shinonome, ne Shimakaze. Shima. Biatcha.
Das ist sowas wie der Mr. Miyagi unter den, japanischen Zerstörern. Ach, kacke, der ist doch nicht abgefangen. Was? Sehr schön, Insel. Ach, ihr habt euch wieder hinter der Insel verpasst, deswegen schießen alle auf mich. Fick die Hölle. Wo ist sie hin? Schießen sie wieder 12 auf mich. Mal die 1 davon weg. Na klar, das streift mich und tut hier 8000 abziehen, ey. Ist schon recht. Komm ich da durch? Ne? HE, ne? TH, für mich? Kommt drauf an, auf was du schießt. Auf den Schlachtschiff. Breitseite kannst du ruhig, also das sind große Kanonen, also du kannst ruhig AP schießen, oder? Also mit der Spee schieße ich fast nur. Ja, AP. Mit der Spee, da kommst du. Breitseite, das müsste eigentlich durchkommen. Die hatte 28 schon. Pass auf, Erpik, da kommt eine Tyuko Fjord langsam rum. Achso, auf die schießt die aber. Wie dass die dann dich, weil Graf Spee ist ein bisschen seichte, ne? Das ist. Oh, fick. Au, oh, neues Video von. Ach, scheiße, muss ich rauskippen, von Kalkofer. Kalkofen? Vom Kalkofen. Ah, jetzt dreht das mich viel. Oh, fuck, ey, voll der Nipp. Ist hier noch jemand da, der mit auf den. Was? Maler? Schlachter? Jo. Eventuell. Eventuell, ja. Ich weiß nicht, ob ich so der Richtige finde für den. Also, ich für den bestimmt, aber der für mich. Ja, also der wird sich freuen. Au. Denke dran, du hast Torpedos, die du notfalls nochmal in die Richtung schicken kannst. Ja. Bin gleich weg. Und ein Atlanta, super. Wer ist Briskak? Was? Wer kann? Genau. Hat er gesagt. Aber da kommt ja noch was. Das wird böse enden. So, jetzt wird es das gleich gewesen sein. Yep. Dings brennt aber runter, hoffe ich doch. Na klar, bevor ich das Ding raushauen kann, ey. So, aber habt ihr mich schon wieder allein gelassen? Ja. Nun, da ist eine verfickte George, ich krieg die Krise. Eigentlich ist da kein George mehr. Ach, zu wenig. Mein Jäger fliegt nach Atlanta. Au. Atlanta sind furchtbar. Mensch, nur eine Zita gemacht, ey. Kannst ruhig noch zwei machen.
Sieht ja lustig aus da. Das ist ja wie eine Girlande. Ja. Ah, Kreuzfeuer. Ja, Atlantas sind so diese typischen, wirklich typische Amerikaner. Einfach viel schießen trifft. Und weg ist er. Volle Kanne. Ja. Da hab ich wenigstens noch. Weggetorbt. Nee. Aber nein, man muss sagen, wir haben gekämpft bis zum letzten. Ja. Aber leider. Heldenhaft. Heldenhaft, aber leider hat es nicht ganz gereicht. Und ich trotzdem, dass ich in FKK-Kleidung war, ne, muss man sagen. Ihr habt natürlich alles voll ausgebaut, voll gepimpt, ne? Und ich da nackig, weißt du? Nö. Eigentlich nicht. Kannst du mir eh mal zustimmen? TH. Nein. Eben nie. Stimm dir doch selber zu, bäh. Nein. Auch nie. Naja, da war es das dann, ja, verloren. Zwei schöne Runden. Ja, das war so ein typisches Beispiel. Wir haben gekämpft bis zum letzten Mann. Ja. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Naja, wir sind alle, bei beiden Runden sind wir untergegangen, alle. Ja, aber ja. Muss ich sagen, wir sind heldenhaft untergegangen. Ja, deswegen sage ich, wir haben bis zum letzten Mann gekämpft. Oder sind deine vorher baden gegangen, oder was? Naja, hier, Fünfe haben die Wodka-Reserven über Bord geworfen und sind hinterhergesprungen. Ah, okay. Ach, deswegen bist du bei dem ersten Level so schnell, bei dem ersten Game so schnell. Ah, okay. Ja. Das muss man erstmal wissen. Tja, ne? Naja, da geht's so ein bisschen kurz, ne? 27 Minuten, aber ne, was willst du machen? Es reicht. Es reicht. Für es heute. Es reicht. Genau. Naja, gut, dann werden wir sehen, was wir das nächste Mal wieder für ein lustiges Spiel machen. Vielleicht läuft's da ein bisschen besser, ne? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Dass uns schon wieder, ne? Fluch der Aufnahme, ne? Wann hatten wir eigentlich letztes Mal eine richtig gute Aufnahme? Hatten wir schon mal eine. Ja. Weißt du, wir spielen eigentlich gut im Team, wenn wir gerade nicht aufnehmen, weißt du? Ja, das stimmt allerdings. Dann haben wir richtig geile Games, ne? Und dann denk mal, jetzt nimmst du auf und dann... Pff, für den Arsch. Ja. So ist es. Naja. Wird uns der Fluch der Aufnahme verlassen oder nicht? Das seht ihr in der nächsten Folge. Oder auch nicht. Und damit sagt der Michael Cooper, ciao. Ciao. Gehst auch raus. Ciao. Ja, Pick, jetzt darf's nochmal. Ciao. Ciao. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like oder ein Abo da. Und wenn nicht, wisst ihr ja Bescheid. Cut it out.